Und damit willkommen zu einer Runde Minecraft Feed the Beast Modpack. Ich bin ja schon ein bisschen hier rumgelaufen, mehr oder weniger Startplatz besucht, auch schon ein paar Sachen mitgenommen, aufgehoben, gesammelt, ein paar Tiere getötet, das Gras schon mal ein bisschen entfernt, deswegen die ganzen Körner hier noch alles am rumfliegen. Wie gesagt, mehr oder weniger einen Startplatz besucht. Ist zwar jetzt nicht so perfekt, aber für den Anfang reicht es. Geplant ist natürlich hier, um hier ein bisschen was aufzubauen. Momentan ist es noch auch friedlich, also keine Gegner nachts. Hoffe ich zumindest. Bisschen Automatisierung dazu zu bauen, Maschinen und sowas. Wenn dann später mal die ganzen Materialien verfügbar sind. Aber ansonsten erstmal anfangen mit der Unterkunft, mit der Nahrungsversorgung, welche ich jetzt noch nicht brauchen werde. Aber das sehen wir ja dann, wenn es dann mal soweit sein sollte, irgendwann mal. Ich werde jetzt eine Stunde lang aufnehmen mit jeweils 15 Minuten Spielzeit. Dass dann die Folgen dann immer nach und nach kommen. Ich denke mal so 1-2 Stück am Tag werden dann erscheinen mit jeweils 15 Minuten. Das werden dann 4 Folgen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Wann allerdings die Folgen kommen werden, weiß ich noch nicht, da ich momentan ein Problem mit dem Internet habe. Sehr viele Störungen seitens Telekom hier bei uns. Aber wenn sie sich auch mal behoben haben, hoffe ich. Aber ich denke mal so Dienstag oder Mittwoch sollte es dann losgehen. Werden wir ja dann sehen, wann die erste Folge online ist. Und warum so ein alter Mann Minecraft spielt wie ich, ja, ist mal was anderes als immer nur am Auto schrauben, Shooter spielen oder Traktor durch die Gegend fahren. Und man kann auch ein bisschen kreativ, aktiv sein, selbst mal ein bisschen was zusammenbauen. Welche Sachen brauche ich denn ja nicht hier, nicht hier zu kommen, oder brauche ich doch schon nicht. Sand und Ton habe ich ja hoffentlich genug hier für die Kokerei später mal, damit es dann auch Kot zum Verbrennen gibt. Also bessere Kohle, nicht das, was man jetzt vielleicht denken mag. Dafür braucht man ja sehr viel Ton, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich hoffe mal, dass die Störungen bald vorbei sind, wie ich wieder mit meinen 230 Kilobyte runterladen kann, statt mit 22 momentan. Ja, Deutschland ist sehr fortschrittlich, was die Internetanbindungen betrifft. Sogar eines der schlechtesten europaweit. In Sachen Internet, Schnelligkeit und so weiter. Das schnellste, was es bei uns ja gibt, soll ja momentan das 400er sein. DSL 400.000. Wenn da 1 und 1 mal ihre 1 Gigabit Leitung mal lesen sollte, aber wie gesagt, soweit ich weiß, ist momentan das schnellste eben diese 400.000er Leitung. Da gibt es Länder, die haben deutlich mehr. Aber gut. Da ich hier in einem Dorf wohne, ist es auch nichts Neues, dass es hier schlechte Verbindungen gibt. Dass die Telekom hier mal ausbauen will, das höre ich schon seit 7 Jahren. Von daher, ich glaube nicht mehr so wirklich daran. Vor allem jetzt nicht an die umziehen. Dort gibt es dann Internet per Satellit, 50 GB jeden Monat, dafür aber 2,6 MB pro Sekunde. Nachts wird es dann keinen Datenverbrauch geben. Da ich hier nur nachts aufnehme und hochlade, passt das doch. Alles gut gehen sollte und es wirklich so ist. Ja. Vielleicht können wir auch ein bisschen streamen und sowas dran. Man weiß ja nie. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber erstmal abwarten. Schön, dass es jetzt dunkel wird. Aber auch da habe ich vorgesorgt. 3 Wolle habe ich ja schon besorgt. Von den Schafen, die mal hier rumgelaufen sind. Und daher mal kurz Bettchen bauen, schlafen gehen. So.
So war, glaube ich, das Bett. Ja. Schon einige Zeit her, dass ich mal Minecraft gespielt habe. Das letzte Mal war mit MS Heini 30 zusammen, als wir da mal eine Folge aufgenommen haben, bis wir was vorhatten, aber daraus wurde ja bekanntlichweise auch nichts. Bin eh mal gespannt, wann er wieder anfangen wird, wenn er mal Lust und Laune dazu hat. Hat er ja mal irgendwas erwähnt dazu. Zufrieden bin ich zwar immer noch nicht, aber dieser eine Block hinten, der nervt mich. Zusammen mit dem hier. Könnte zwar ein bisschen besser sein, aber dafür bin ich dann später im Baum gut. So, dass hier ja kaum Bäume gibt, die ich mag. Zumindest das Holz mag ich nicht. Auch schon vorgesorgt. Ein paar Eichenholzbäume mitgebracht. Von der langen Fahrt oder von der langen Reise. Fahren kann man ja noch nicht. Holz. Das da habe ich ja genug. Essen habe ich auch da genug. Eine Kiste nur. Das war nur die Startkiste. Brauche ich das dann mit? Das kann rein. Die Dinger herzustellen, das dauert lang. Vor allem ist es sehr aufwendig. Wie schon gesagt, sehr viel Ton, sehr viel. Kein Huhn. Sehr viel Sand. Kostet eben ein bisschen was. Ich habe aber gesehen, dass ich hier auch irgendwo. Ah, da habe ich mal Zuckerrohr. Falls ich das mal später brauchen sollte, man weiß ja nie. So, die da drüben wachsen. Kann ich ja schon mal ein bisschen was herstellen hier in Sachen Werkzeug. Schaufeln werden sehr wichtig sein. Auch wenn Holzschaufeln nicht sehr lange halten. Generell halten die Schaufeln irgendwie nicht so lange. So, wie viel habe ich denn davon überhaupt? Das ist ein 2. Das ist ein 3. Das ist 1. Das kommt da oben hin, das kommt da hin. Erstmal rechnen. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Könnte man hier diesen Flusslauf entlang machen und dann hier das Feld hinsetzen. Da einmal 7. Da einmal 7. Jetzt schnell pflanzen, bevor es wieder normal wird. Schön, dass sie es nicht pflanzen lassen. Auch schön, dass die meisten schon wieder verschwinden. Naja, wird schon irgendwie klappen.
hier neben diesem Flusslauf entlang. Muss reichen für den Anfang, bis ich dann die erste, na, den ersten Wassereiseneimer habe. Gibt es auf der Karte irgendwo eine Schlucht oder sowas? Haben wir schon mal ein bisschen Material sammeln können, sonst muss ich mich irgendwo durchbuddeln. Na gut, putte ich mich durch. Da finde ich hier unterwegs irgendwo was Schönes. Habe ich ja noch 4 Stück. Kann also sehr dunkel werden unterwegs. Aber Kohle ist immer gut. Gibt neue Fackeln. Und Kupfer jetzt auch noch. Essen wir mir lieber. Ist ja nicht abbauen da oben. Brauche ich Stein. Steinspitzhacke, so heißt es. Na komm, Holzspitzhacke geht kaputt. Dann kann ich mir die Steinspitzhacke leisten. So, hier muss ich erstmal einen Weg bauen, damit ich da wieder hochkomme. Mehr wollte ich doch gar nicht. Bäumchen Nummer 1 ist gewachsen. So, erstmal die Steinspitzhacke. War ja nicht gerade viel. Bitte lass ein paar Sätze nicht mehr rauskommen. 3 Stück. Besser als nichts. So, das wird jetzt auch ein bisschen. Und wieder unter die Erde.